Hallihallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich begrüße euch wieder mal zu meiner Winter Challenge und wir machen dann auch schon die nächste Karte. Und zwar die Karte Nummer 16. Da habe ich mir ein Format ausgesucht, der längst hochgeht und zur Seite aufgeht. Und dann auch die Farben so wieder winterlich, aber auch, ich sage mal, männermäßig, sodass es ein bisschen auch männlicher ist. Ja, dann haben wir mal die Größe 18,5 hoch mal 10,5 breit. Einen schwarzen Cardstock habe ich 18 mal 10. Den grünen Cardstock, den habe ich aus dem Actionblock und zwar aus dem hier. Den kennt ihr bestimmt auch alle schon. Eigentlich wollte ich auch erst ein Haul machen dazu, ein Haul, und habe es aber dann sein gelassen, weil ich eigentlich noch auf Blöcke warte seit ungefähr 1,5 Wochen und die nicht kriege. Ich habe es jetzt nur diesen einen Weihnachtsblock gekriegt, die anderen sind immer noch nicht in den Regalen, bei uns zumindest in Bremen leider nicht. Naja, entweder kommen sie oder sie kommen jetzt gar nicht mehr, weil einige sagen, dass sie schon ausverkauft sind. So, dann habe ich hier so ein beschriftetes schwarzes Stück. Ich wollte nicht ein normales schwarzes nehmen, ich wollte halt ein bisschen Beschriftung haben. Ist auch aus meinen Resten und da habe ich 9x9 cm und dann habe ich weißen Cardstock 8x8 cm. Und damit fangen wir erstmal an, weil das sind so die Hauptteile. Und zwar nehmen wir erstmal den beschrifteten schwarzen Nummer 9. Da habe ich mir schon markiert, die Mitte ist bei 4,5 und an den Seiten jeweils 3 cm. Das soll uns ein Pfeil zeigen. Ein Pfeil machen, wie auch immer. Und das machen wir jetzt auch. So, das mache ich jetzt per Hand. Man kann es hier auch mit der Schneidemaschine machen oder mit dem Teppichmesser, Cuttermesser, wie auch immer. So, ich nehme mal das Grüne so als Vorlage oder als Unterlage, damit ihr versteht, wie das dann ungefähr aussehen wird. Das passt jetzt hier nicht so ganz, aber das war jetzt auch nicht die Idee. Und dann haben wir hier dieses 8x8 Cardstock und da habe ich das auch schon markiert. Das sind 4 cm und auch 3 cm. Ich habe es vorher auch nicht ausprobiert, wie bei jeder anderen Karte auch. Ich mache es alle wieder mit euch neu. Und jetzt schauen wir mal, ob das denn so ist, wie ich mir das gedacht habe. Jep. Ist es. So soll es ausschauen. So, und dann ist es so, dass ich hier so eine schöne Weihnachtskugeln habe, die ich auch noch nie benutzt habe. Ist auch aus dem Aktionsstempelset. Und zwar den, ist auch nicht der neueste. Und hier habe ich die Tasse auch noch nicht verwendet und auch nicht den Schlittschuh. Den Weihnachtsmann habe ich, glaube ich, ein einziges Mal verwendet. Naja. So. Habe ich die Kugeln auf jeden Fall erstmal grün angemalt. Hat mir nicht so gefallen. Kann ich euch zeigen. Sofort. Hier habe ich in grün. Ich wollte aber nicht, dass das so ziemlich grün wird. Deswegen habe ich das doch mit gelb-rot gemacht. Und dann habe ich, wollte ich eigentlich stempeln. Zweige. Aber habe dann gemerkt, dass ich keinen Stempel habe, wo Zweige drauf sind. Aber ich habe Stanzen. So, und das kommt dann hier drauf. So eine Ecke, wie so ein ja, Adventskranz, wie soll ich sagen. Mal gucken, wie ich das hier mache. Ob ich hier 3 nehme oder 4 nehme oder nur bei 2 lasse. So, und dann kommen hier die Kugeln oben drauf. Ich werde die Zweige noch verschieben. Ein wenig. Wahrscheinlich. Na, jetzt hängt das fest. So. So ungefähr, dass die Zweige auch ein bisschen rausgucken. Hier unten wollte ich gern einen Stempel stempeln. Mit
Weihnachtsgruß, denke ich mal, nehme ich da, weil es muss ja nicht immer irgendwie das Gleiche sein oder nicht unbedingt Sprüche oder nicht viel Satzwort, wie auch immer. Und ich finde, da ist das Wort Weihnachtsgrüße ausreichend. So. Das stempel ich auch hier schräg, wenn es geht, drauf. Ja, das kriegen wir hin. Oder auch gerade. Nö, ich möchte es gerne schräg. Es muss ja nicht immer alles gleich sein. So. Das machen wir dann mal, damit ich auch weiß, wo sich das dann befindet, wenn ich die Zweige aufklebe. So, Weihnachtsgrüße. Haben wir dann drauf. So. Als allererstes kommen hier dann jetzt meine Zweige drauf. Das mache ich mit meinem Combo. Und einfach diese feine Spitze, die ich total gern habe. Klar würde ich noch eine feinere nehmen für solche Teile jetzt wie hier. Aber die habe ich leider nicht. Ich habe im Moment nur die und bin froh, dass ich wenigstens das da habe. So, und jetzt klebe ich das ein bisschen weiter vor, damit ich das sehe, wenn ich die Glocken hier, die Kugeln ran mache. So. Ich glaube, ich mache hier auch einen hin. So, weil wenn ich die Kugel dann drauf habe. Ja. Oder soll ich eher hier noch eine? Die würde ich dann aber kürzen, glaube ich. Und so und hier dann zwischenlegen, so dass ich dann so ein Zweig habe. Ne? So. Doch, ich möchte hier auch ein haben. Oder möchte ich das nicht? Nö, ich lasse das so. Aber wisst ihr was? Das würde ja doof aussehen, wenn ich die Kugeln hier dann schräg aufklebe und hier oben ist nichts. Und deshalb glaube ich, würde ich das gerne so machen, dass da auch ein kleines Stück von diesem Zweig rausschaut. Ein bisschen zu lang. Schneide ich mal eine Nadel weniger und ja, es geht. Das können wir so nehmen. Na? Möchte nicht. Das schiebe ich natürlich ein bisschen hier rüber. So, dann haben wir hier auch einen Zweig. Und wenn ich das dann so rüberklebe, wird das ja schon besser aussehen. So, dann habe ich gedacht an einem Adventskranz.
haben wir ja auch Bänder, wir haben da Kugeln, wir haben da Glitzerzeugs und blablabla. Und ich habe mir so ein Band ausgesucht, was zu diesen helleren mehr passt. Ich habe auch kein anderes, muss ich zugeben. Das möchte ich auch hier drauf haben. So wie gesagt, auf dem Adventskranz haben wir ja auch unterschiedliches und da habe ich gedacht, können wir nehmen. So, jetzt schneide ich mir hier etwas längeres Stück ab, ne? Damit ich mein Band hier befestigen kann. So, machen wir mal eins ab hier. Dann schaue ich, wie ich das ungefähr haben möchte, und zwar so. Ziehe ich das gleich hier ab. Schauen, dass es gerade wird. Und hier drauf. Kann ja noch mal gucken. 1,5, 1,5. So, das kann ich hier abschneiden, brauche ich hier nicht. So. Dann würde ich gerne die Kugeln hier drauf kleben. Oder auch nicht. Ich würde erst, glaube ich, ich schiebe das hier mal beiseite alles. Und zwar habe ich überlegt, dass ich da auch so ein Silberband mache. Ich habe so ein feines. Ich habe ein etwas dickeres Band und ich habe noch dieses Band. Und ich weiß nicht so genau, welches ich nehme. Muss ich jetzt schauen. Ich kann ja auch beide Bänder zusammennehmen. Eigentlich wollte ich das so machen, dass das und obendrauf hier dann das Band und die Schleife. Dann müsste ich die Kugeln weiter runter machen. Obwohl, das würde ja auch gehen. Nö, ich glaube, ich nehme das Feinere. So. Und ich glaube, das mache ich auch so, dass ich das Band hier erstmal hinten fixiere. Lasse ein Stück über wegen der Schleife. Und ja. Kreuz und quer mal eben hier. Fixiere nicht vergessen. Irgendwie funktioniert es nicht. Ich wollte über Kreuz. Jetzt läuft mir das hier alles weg. So, jetzt habe ich das hier fixiert und dann, naja, noch eine Runde möchte ich eigentlich nicht. Zwei reicht und Schleife ist dann quasi eine dritte Runde. So. Ist ja doch nicht so geworden, wie ich das wollte. Sollte eigentlich mit aufs grüne Band, Mensch. Und zwar so und so, und das sollte. Naja, gut, dann machen wir eine dritte Runde. Ich hoffe, mir reicht das Band für die Schleife. Ich versuche jetzt hier mal die Schleife zu machen. Und dann habe ich gedacht, könnte man das so drunter. Die Schleife wollte ich eigentlich dann hier oben haben. Dann muss ich dieses Band hier auch mit hochnehmen. So. Und dann wird das schräg.
Na komm her. So, wenn ich das hier dann schräg fixiere. So, kommt hier die Schleife hin. Ja, ne? So, ich glaube, ich mache da jetzt erstmal einen Knoten rein, weil mir das nicht gefällt mit diesem Hin- und Her-Wabbel hier. So. Ich mache mir immer so eine Gedanken, Mädels, wenn ich ein Video drehe, ob euch das denn gefällt und ja, ob sich das denn lohnt, die ganzen Videos immer zu drehen und dann die online zu laden. Ich sage ja immer, ich bearbeite meine Videos nicht. So ganz stimmt das nicht, nach meiner Kamera quasi nicht über mir hängt, wie bei vielen anderen, oder nicht an der Seite steht, sondern da oben steht meine Kamera. Dann muss ich das Bild immer quasi drehen, so dass ihr mich richtig rumseht. So. Aber das ist auch das Einzige, was ich in meinen Videos verändere. So, hier ist mein Schleifchen. Man könnte das eigentlich auch so lassen. Das sieht so auch nicht schlecht aus. Aber ist mir, wie gesagt, zu grün. Zu männlich. So, und dann könnte man die Schleife hier oben fixieren. So, und dann sieht man da und da ein bisschen Ast. Ein bisschen Ast, ein bisschen Zweig. So, so und so. Hier ist zwar eine rote Schleife, aber wie sagt man schön? Mixed Media, ne? So, und das soll dann hier drauf. Und ich finde, das reicht dann auch schon. Vielleicht den einen oder anderen Straßsteinchen mit drauf. Und das war's dann auch. Also werde ich jetzt die Schleife so lassen. Ich kürze jetzt mal eben das Bändlein unten. Die Küglein bekommen von mir jetzt 3D-Pads. Ach, ich wollte schon sagen, ich habe da noch nicht festgeklebt. So. Dann muss ich die Schleife auch nicht viel ändern, dann passt das hier direkt hier oben. So. Dann können wir das auch auf ein 3D-Pad setzen. Das dann auch die Bänder ein bisschen halten. Zip. So, ich glaube, das reicht. Wirklich gesprächig. So, dann nehme ich mir das schon zur Hand. Kann man vielleicht so besser fixieren, dann weiß man auch, dass es alles sicher auf dem Platz ist. So, mit dem Abstand aufpassen und drauf. Dann haben wir hier so ein 3D schon, dann kommt das hier drauf, aber erst
tun wir unsere Karte jetzt ein bisschen zusammenbauen. Und zwar Grundkarte nehmen wir jetzt und kleben sie auf. Unser schwarzes Cardstock kleben wir auf die Grundkarte, nicht die Grundkarte auf den schwarzen Cardstock. So, wir wollen hier richtig, richtig stellen hier alles. Nichts quer durcheinander. Mein Mann hat mich heute gefragt, nervt mich das denn nicht, dass ich jeden Tag ein Video machen muss? Da musste ich echt lachen, hat gesagt, nö. Basteln, glaube ich, wird nie nerven, weil man in diesem Hobbybereich sowas von viel ausprobieren kann, meiner Meinung nach. Nicht nur mit Papier, ich bastel ja gerne mit Papier und ja, nicht nur in dem Bereich kann man so viel ausprobieren, was Verpackung angeht, was Karten angeht, Alben angeht und was weiß ich was. Dann diese ATC-Karten, dann gibt es ja andere Sachen. Es gibt so viel im Papierbereich, was zum Papier auch gehört, Laternen basteln. Das habe ich hier mit meiner Tochter gemacht. Sie ist ja jetzt in die Kita gekommen und da hatten die einen Tag, wo die Eltern vorbeikommen mussten und mit den Kindern Laternen basteln mussten. Oder haben die wirklich gestaunt, dass mein Kind das mit 3 Jahren schon perfekt macht, ohne dass Mama da irgendwie helfen muss, wie vielleicht bei einigen anderen Kindern. Und ja, das ist vielleicht, weil Mama zu Hause auch bastelt und das Kind manchmal mitmacht. Sie guckt sich da ja auch was ab, ne? Und ja, da arbeitet man zwar mit Transparentpapier, mit diesen, ja, ich glaube, die heißen Transparentpapier, damit die durchsichtbar sind und leuchten und solche Sachen, aber es zählt ja auch zum Papier. So. Und dann, was mit dem Basteln auch zu tun hat, hier Mixed Media zum Beispiel, das kannst du ja mit Papier machen, das kannst du mit Stoffen machen, das kannst du mit Paste machen, mit Farben machen. Da hast du in dem Bereich auch sowas von viel, was du ausprobieren kannst. Du kannst da verkleben, was du willst. Ja, ich weiß nicht, was ich da alles noch nennen kann. Es gibt wirklich viel, Entschuldigung. Genauso wie jetzt kommt der kleine Aufleger, sage ich jetzt mal, den wir gerade zusammengebaut haben. Mit Stoffen nähen. Ich mache das zum Beispiel auch. Ich verbinde Papier mit Stoffen. Ich mache Babyalben unheimlich gerne. Im Moment haben wir in der Familie leider keine, die Babys bekommen. Finde ich ein bisschen traurig, weil ich würde sehr gerne ein Album basteln. Ich würde auch gerne verkaufen. Ich würde auch mein Hobby gerne zum Beruf machen, aber es ist schwierig und deswegen muss ich sagen, traue ich mich auch nicht wirklich ran und ja. Es gibt natürlich einen Familienkreis, Freundenkreis und deren Freunde, die fragen, ja, könntest du mir mal zur Hochzeit was machen, dies und das, habe ich auch gemacht und da kriegt man auch Geld für. Oder ja, ich sag meistens dann so, was schätzt du denn, was dir das wert ist? Und wenn ich dann einen Preis nenne, dann heißt es, das ist zu wenig. Ich habe das auch nicht erwartet. Ich habe da meistens immer noch einen 5 € mehr gekriegt. Naja, es gibt auf jeden Fall sehr viele Bastelbereiche. Deshalb habe ich meinem Mann gesagt, Schatzi, wenn es denn nicht Papier ist, dann ist es Mixed Media. Wenn es nicht Mixed Media ist, dann ist das irgendwas mit Nähen. Und wenn es nicht das ist, dann gibt es Perlen. Wenn es nicht das ist, habe ich gesagt, das ist eventuell vielleicht irgendwann mal Möbel, Holz, wie auch immer. Dann nehme ich unsere Möbelstücke auseinander. Und da muss er ja erst mal gucken. Und naja, das ist unsere Karte.
für den einen und den anderen ist es hier unten vielleicht leer, aber ich habe gedacht, naja, für einen Mann ist es etwas, was nicht kitschig ist, etwas, was weihnachtlich ist, etwas nicht ganz so extrem streng mit grün-schwarz gehalten, sondern auch ein bisschen Farbe, was nicht übertrieben Farbe ist, sage ich jetzt mal. Und der ein oder andere wird sagen, das ist mir zu nackig, ich brauche da ein bisschen Steine, das sage ich auch. Ich werde hier wahrscheinlich 2, 3 Steinchen anbringen mit euch. Und ich bin mir noch nicht sicher, ich habe hier schwarze Steinchen, ob ich schwarze Steinchen hier hinsetze. Oder nehme ich doch andere Steinchen? Ich muss mal eben in meine Box greifen hier. Ich habe hier zum Beispiel noch ein paar gelbe. Ich glaube, die gelben haben es mir schon angetan. Ich hätte auch grün, aber das ist so ein knalliges Grün. Und ich hätte auch rot. Aber ich glaube, ich nehme die gelben. Das soll nicht so mädchenhaft sein, das habe ich mir von vornherein gesagt. Und dann nehme ich jetzt dieses Gelb, so wie die Kugeln. Fange auch nicht mit der größten an, sondern mit der mittleren. Ich glaube, da kommt eine hin. Und eine kleine setze ich dahin. Und dann, glaube ich, setze ich noch eine kleine. Oh je. Die möchte nicht mit mir spielen heute. Nee, ich glaube, hier unten kann sie ruhig bleiben. So, wem das zu wenig ist, kann natürlich noch mehr, aber ich glaube, für einen Mann reicht es, man muss nicht übertreiben. So, Mädels, ich habe schon wieder hier meinen Stempel, aber das mache ich gleich vergessen, auch wie in dem anderen Video, habe ich gemerkt. Ich hoffe, euch gefällt meine Karte. Ich hoffe, ihr seid noch fleißig dabei. Ich wünsche euch ganz viele kreative Ideen, ganz viel kreativen Spaß und kreative Freude an eurem Hobby und freue mich mit euch oder auf euch im nächsten Video. Tschüssi!